Hallo Maria. Hallo. Komm rein. Schön, dass du da bist. Dein Klassenlehrer hat mir gesagt, dass du oft im Unterricht fehlst. Es sagt auch, du wirkst oft traurig. Wie geht's dir eigentlich? Es geht so. Gibt es einen Grund für deine Fehlstunden? Mir ging es ja nicht so gut. Und was meinst du denn damit? Zu Hause gibt es immer Streit und das nervt. Und warum gibt es denn Streit? Meine Eltern wollen sich scheiden lassen. Und das macht dich traurig. Du denkst wohl viel daran, oder? Ja, ich kann mich in der Schule überhaupt nicht konzentrieren. Das verstehe ich. Und das erklärt auch deine schlechten Noten. Hast du mit deinen Eltern über deine Probleme gesprochen? Nee, sie haben ihre eigenen Probleme. Weißt du, ich schlage trotzdem vor, dass du mit deinen Eltern redest. Sie sollten auch wissen, wie es dir eigentlich geht. Red mit ihnen und nächste Woche kommst du wieder zu mir. Was meinst du? Ja, das mache ich. Okay. Kann ich deinem Klassenlehrer von unserem Gespräch erzählen? Ja, das ist in Ordnung. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche um die gleiche Zeit. Okay. Okay. Ja, tschüss. Tschüss.